Mein Name ist Jan Aleph, ich bin Kaplan in Geldern und ich grüße Sie mit einem Predigtimpuls zum ersten Advent in diesem Jahr 2021. Und ich möchte Ihnen zunächst das Evangelium von diesem Sonntag vorlesen, von diesem ersten Advent. Es ist ein apokalyptisches Evangelium. Jesus erzählt von Dingen, die enden. Er erzählt von einer Endzeit. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie eine Falle. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Soweit die Worte des Evangeliums von diesem Sonntag. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Pressemitteilung lesen, die am letzten Montag veröffentlicht wurde. Der Schock von 21 Monaten Corona-Pandemie sitzt in der jungen Generation tief. Das zeigt die dritte aktuelle Trendstudie Jugend in Deutschland. Sie basiert auf einer repräsentativen Umfrage von 14- bis 29-Jährigen Ende Oktober diesen Jahres. Immer noch leiden viele von ihnen unter psychischen Belastungen. Sie beklagen den Kontrollverlust bei ihrer Alltagsgestaltung, den persönlichen Beziehungen und der Bildungs- und Berufslaufbahn. Doch ihre größten Zukunftssorgen sind die Auswirkungen des Klimawandels und die unsichere wirtschaftliche Zukunft. Und die Lösung dieser Probleme erwarten sie von der Politik. Das sind Vorzeichen und die steigenden Inzidenzzahlen gehören auch dazu, mit denen wir in diesen Advent starten in diesem Jahr. Und ich kann Ihnen sagen, so eine süße Besinnlichkeit oder ein Weihnachtsmarktzauber, der will sich da bei mir einfach nicht einstellen. Aber Sie haben das Evangelium gehört. Im Grunde geht es im Advent nicht um Besinnlichkeit und kitschiges Wohlgefühl. Es geht um Besinnung. Es geht um zur Besinnung kommen. Die Völker werden bestürzt und ratlos sein und vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Das ist jetzt auch kein adventliches Entspannungsprogramm. Ja, am Anfang der Wartezeit auf Weihnachten steht die Besinnung auf das Ende der Welt. Jesus, Alpha und Omega, Anfang und Ende, der blickt auf seinen eigenen Tod und auf den Untergang der politischen und der religiösen Gesellschaft seiner Zeit. Jesus spricht aus einer innersten Erfahrung von Endlichkeit heraus diese Sätze. So beginnt das Kirchenjahr für uns mit einem Memento Mori. Mensch, gedenke, du stirbst. Und jetzt wäre es billig und auch ungehörig, auf die Seuche und auf den Klimawandel zu verweisen und zu behaupten, das beginnt jetzt. Es mag vielleicht sich nahelegen, wäre aber nicht gerechtfertigt. Denn wie viele Krisen in den letzten 2000 Jahren, katastrophale weltgeschichtliche Ereignisse, hat die Welt überstanden. Denken Sie an Kriege, denken Sie an andere Seuchen. Und immer wieder wird vielleicht die Gefahr gewesen sein, auf diese Texte zu blicken und zu sagen, jetzt beginnt das Ende der Welt, aber wir sind immer noch da. Und das hoffen wir doch wohl, dass wir das auch nach Corona sein werden. Und dass wir auch diesen Klimawandel handeln. Nein, es geht eher um eine Besinnung persönlicher Natur. Das denke ich. Ich denke, das ist das Angebot des Tages. Denn emotional passen diese Texte doch wirklich gut in unsere Zeit heute. Was Jesus von den äußeren Ereignissen sagt, die zum Weltende führen, ruft uns also,
in dieser Pandemie, in diesem Klimawandel konkrete eigene Erfahrungen in den Sinn, Lebenserfahrungen, Unsicherheiten, Angst, Schmerz, Erfahrung von Krankheit, von Verlust, von Kontrollverlust und letztlich auch das Erblicken der Möglichkeit des eigenen Todes. Der Tod selbst gehört zu unserem Leben. Und wir leben nun immer dann adventlich, wenn wir diese Boten des Endes, die uns selbst tangieren, wenn wir diese Boten des Endes annehmen, wenn wir die akzeptieren. Und wenn wir sagen, weil wir Christen sind, können wir die annehmen. Die sind Teil unseres Lebens, aber wir Christen zerbrechen nicht, weil wir Christus kennen, weil wir Jesus kennen. Selig, die traurig sind, ihr werdet getröstet werden. Dieses Annehmen der Umstände gilt heute auch für die Pandemie, gilt auch für den Klimawandel. Das bedeutet für uns, wir stehen in der Verantwortung, die Dinge anzuschauen, zu erforschen nach Kräften und nach der Verantwortung zu fragen. Und natürlich gilt es, dagegen anzukämpfen. Ihr wisst, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, so heißt es heute in der zweiten Lesung. Und wir wissen eine ganze Menge, was wir tun müssen, um die Armen nicht im Stich zu lassen, um die vulnerablen Gruppen zu schützen, um uns selbst zu schützen, um Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt wieder für beides, für die Pandemie wie für den Klimawandel. Es gilt, entweder sich impfen zu lassen oder die Kontaktbeschränkungen auf ein Höchstmaß auszuweiten, sich selbst zu isolieren, um andere zu schützen oder sich eben impfen zu lassen. Ich kann nur Werbung machen für die Impfung. Aber wenn Sie sagen, das geht nicht, dann gilt es, Konsequenzen daraus zu ziehen und sich irgendwie nach Möglichkeit, gerade bei diesen steigenden Pandemie, also Inzidenzzahlen, zurückzunehmen. Der Weihnachtsmarktzauber ist gerade offensichtlich wirklich nicht das Zeitzeichen. Und so leben und kämpfen wir für das Gute, auch wenn das manchmal aussichtslos erscheint, mit der Hoffnung, die alles überwindet. Das radikale Ende wird Vollendung sein mit Heil und Gesundheit und Segen mit Christus und der allumfassenden Liebe. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Erlösung ist nahe. Wie tröstlich ist dieses adventliche Wort. Also gerade wenn das Schlimme beginnt, ihr Christen, Kopf hoch. Ihr steht nicht alleine. Christus ist Mensch geworden in die Dramen der Zeit. Und das gilt es den Jugendlichen zu sagen, die da gerade Angst haben, die sich wirklich sorgen. Und die von außen Impulse erhoffen. Also wir Christen haben eine Botschaft, die tröstet, die schützt nicht vor der Katastrophe, aber die rettet in der Katastrophe. Der Glaube hilft, den Kopf über Wasser zu halten. Uns ist durch unsere Hoffnung geboten, unseren Beitrag zu leisten und auf das Kommen Christi zu vertrauen. Sowohl im Ende der Welt wie in unserem eigenen Ende, das hoffentlich vor dem Ende der Welt kommt. Damit stellen wir uns glaubend, liebend und hoffend in einen Prozess, der die ganze Welt und ihre oft unselige Geschichte hintreibt auf die ewige Vollendung, mit allem Segen und Heil. Und das bedeutet auch, dass wir Christen uns die Freiheit nehmen, uns von keinem Geschehen in unserem Leben das letzte Wort geben zu lassen. Unser letztes Wort spricht Gott. Gott wird das letzte Wort haben. Und dieses Wort ist schon mal Mensch geworden. Besinnen wir uns also in diesen Tagen auf die Rettung durch Christus, damit wir allem, was an Tod und Ende geschehen mag, entrinnen. Und daran können wir denken. Es ist Advent, denn Jesus lag in der Krippe. In den Dramen seiner Zeit ist Gott Mensch geworden und kommt uns heute trotz der Dramen entgegen. Und zwar mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir Christen, wir sind die mit der Hoffnung, trotz allem.